Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Servervorstellung von dem Starkpoke-Server, Leben-Server. Und ja, es ist Abend, mehr sind online. Und zuerst möchte ich einfach sagen, weil es wieder ein bisschen Streitereien gab und so sind ein paar Gebäude bald weg und ich möchte sie nur kurz zeigen, aber ich sage nicht welches Gebäude. Also beginnen wir zuerst mal hier hinten. Das ist weg. Weiß nicht, wer da war. Weil wegen Inaktivität, nicht wegen irgendeinem Streit oder so. Da oben, der baut ein neues Haus. Der Tobulation, okay. Schauen wir kurz auf Schiff. Ja, da wurde schon gesagt unten. Da ist nämlich die PvP-Arena jetzt. Da dürft ihr PvP machen, wie ihr wollt. Aber was ihr wahrscheinlich machen müsst, ist die Rüstung dann mal reparieren oder so. Es ist Keep Inventory On, also verliert ihr keine Items und auch keine XP. Und ja, also hier ist Shakery, ja, hoffe ich sag's richtig, das Haus. Und ja, dann kommt hier. Schauen, wem sein Haus? Das ist die die Redaktion wahrscheinlich oder so, oder Lager. Also wir können kurz schauen, weil ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Schon lange nicht mehr da gewesen oder nur ein kurzes Mal. Also das ist das Privathaus von Shakery und hier ist wahrscheinlich Polizeiwache. Okay, dann gehen wir gleich mal hier hin. So. Und zwar ist hier das Lagerhaus jetzt. Von einfach der Wache, von der Polizei. Und jetzt können wir hier durch, hier entlang. Das ist Flosters Haus. Das habe ich da auch schon mal gezeigt. Keine Permission. Er hat nämlich Songs gemacht und das wollte ich ein bisschen abspielen. So, und das ist ja mein Haus. Und die Kneipe und hinten die Werft, die hat sich überhaupt nicht verändert, weil ich woanders bin am Bauen und was ich genau baue, das ist nämlich weit weg in dieser Richtung ein Baumhaus, das ein Schiff trägt. Also mehrere Bäume, die ein Schiff tragen und das Schiff ist dann das Baumhaus. Und darauf ein Drache, den das Schiff noch ein bisschen hebt, damit die Bäume da nicht knicken oder so. Und dafür brauche ich sehr lange und da ich momentan nicht so gut das Let's Play Leben weiter spielen kann. Das sage ich dann mal noch im Leben. Wieso? Das hat jetzt momentan kurz pausiert. So. Und das hier ist wahrscheinlich. Okay, da oben ist Martians House und das. Dev Team, also. Auch ein Spieler, denke ich mal. Kenne ihn nicht so. Ja. Da vorne ist es auch weg wegen irgendeiner Aktivität. Also es hat sich halt ein bisschen, ja, es ist halt ein bisschen so gewesen, dass halt ja manche Leute nicht mehr Bock hatten, weil die ganze Zeit gegrieft wurde und ja, auch Hacks benutzt worden sind. Da sind dann mal ein paar Gebäude weg. Also das hier vorne ist auch weg leider. Schade. Ich hatte mich richtig gefreut auf so ein Strandhaus. So, und hier das Haus von Humpy. Wow, Chalet. Ein Chalet. Und hier eine Hobbithöhle. Da weiß ich nicht genau, wer es ist. Ein Schild oder so wäre nett, wenn du das Video sahst. Einfach, damit ich es weiß. Und dass die anderen auch wissen, wer das gebaut hat.
Und dann ist es da oben wahrscheinlich das von Ding da, wo das Schild gewesen war. Kurz schauen. Jo. Also, und hier kommt Lucaris Villa, große Villa. Und Starpux, dem Serverleiter, sein Haus. Kurz mal schauen. Ja, es gibt leider kein Schild hier auch. Aber manche wollen auch nicht so erkannt, also erkannt werden, welches Häuser eher sei, also seine sind und so. Und ja, Starpuck. Und ja, ihr seht, es hat nicht so viel gemacht, weil halt auch viele inaktiv waren, weil sie irgendwo in Ferien waren oder im Schulstress und so. Aber ja, es macht immer wieder, jeden Tag macht es sehr viel Spaß. Vor allem, weil man einfach lachen kann und ungestört irgendwie etwas reden kann. Und ja, zum Beispiel eben Scheißdreck machen, wie zum Beispiel das Twerken mit Starpunk. Ganze Zeit nur herumtwerken. Ja, und eben Musik hören, alles Mögliche. Ja, ich mag den Server immer noch sehr gut. Sehr gerne. Und ja. Also, beim Hafen drüben haben ja nicht gemacht, nur da die Brücke, die möchte ich nochmals kurz zeigen von der anderen Seite. Booty Shake. Ja, und im Shake habe ich momentan ein bisschen geholfen mit den Wassertempeln suchen und ja, recht viel Leben von einem Mesa-Biom. Das erste Mesa-Biom, das ich überhaupt gefunden habe auf diesem Server. Seit ungefähr 6, 7 Farmwelten. Und ja, also hier die Brücke nochmals von der anderen Seite. Ja, sieht das nicht schön aus? Sieht ein bisschen steampunkig aus oder so. Ja, und hier eben geht es zu meinem Haus. Und hier ist noch ein Mietshaus. Also wer neu auf den Server kommt und kurz ein Haus möchte, kann hier, ja, sogar offen, also können die sogar unlocken dann. Jo, also Mietshaus. Tschüss. Und da vorne hat es nochmal, also Mainorca, nenne ich es so. Das ist einfach so kein, die öffentliche kleine Insel von dem Server, wo ihr entspannen könnt. Wo leider noch nicht fertig ist, also sie ist noch sehr klein. Ich mache sie dann noch natürlich größer. Und da vorne sind die Fackeln für einen Wachturm. Dahinter eine Burg sollte noch in Planung sein, aber eben, es braucht alles sehr viel Zeit. Also, ich alleine kann leider nicht viel machen, weil ich ja Let's Player und Sportler noch bin und deshalb nicht so viel Zeit habe. Jo, also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zur nächsten Servervorstellung. Und ja, danke fürs Schauen. Tschüss! Noch kurz ein Nachtrag, ich habe es fast vergessen. Hier oben gibt es natürlich auch noch ein Haus. Das ist so ein bisschen im, ja, wenn man hier durchgeht, das ist ein bisschen versteckt von Niklas 0402HH. Okay. Und da vorne gibt es ja noch die Drachenstatue und die Burg sozusagen mit Gefängnis und so. Aber das Gefängnis wurde noch nicht gebaut. Also es kommt niemand ins Gefängnis, das ist klar. Aber einfach so als Leben, weil es ja ein Rollenspielservice ist. So als jo. Einfach so als ja, die Drachenstatue wurde weggemacht. Okay. Weil sie ja relativ naja, nicht passend war. Ja, da sind zwei am Bauen scheinbar. Oder, keine Ahnung, was sie machen. Ah, das sind Inspektionen von der Polizei. Ja, das sind die zwei Polizisten. Jo. Ein großer Mittelturm, zwei kleinere, dickere Türme hinten und vorne ein Burgtor. Und in den Türmen oben ist noch nichts, also muss ich jetzt nur kurz nicht zeigen, aber in den Mittelturm möchte ich kurz nach oben. Und ja, dann ist das Video leider schon wieder vorbei. So, kurz nach oben, wenn ich es kann.
wenn ich nicht herunterfalle, weil noch keine Sicherung da ist. So. Ja, so, und ich er schreibt so auch. Okay. Ja, ich kann nicht drunter. Also, ja, hier seht ihr nochmal ein Abschlussbild von der vom Dorf. Noch kurz laden lassen. Ja, leider geht es nicht viel weiter. Okay. Ja, es ist zu weit weg. Jo. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.